Hallo und willkommen zurück zu Pathway. Und ja, wir sind jetzt bei der dritten Karte im zweiten Abenteuer fast am Ende, aber es ist schon noch ein bisschen was zu tun und mal gucken, wie lange das dieses Mal wird und ob das bis dahin gut geht. Ihr seht eine riesige Staubwolke, die sich langsam auf euch zubewegt. Verwirrt, haltet ihr an. Euch wird bald klar, das ist ein großer Lastwagenkonvoi. Ja, das müssen die Deutschen sein, das hatten wir auch schon mal. Die Deutschen haben euch nicht bemerkt. Ja, weiter geht's. Ja, sobald sich die Events wiederholen, werde ich ja nicht mehr vorlesen. Genauso wie das hier. Ja. Rüstung, wir hatten es aber sowieso nicht viel gefehlt. Hätte ich lieber ein Geschäft gehabt. Ihr stoßt auf eine Ausgrabungsstätte der Deutschen. Auf den ersten Blick erscheint sie verlassen und menschenleer, doch dann fallen euch einige leere Konservendosen ins Auge. Eine kurze Untersuchung ergibt, dass sie erst vor kurzem geöffnet wurden. Die Deutschen sind also vermutlich im Inneren der Tempelanlage. Was wollt ihr tun? Weiterreisen. Ich will da jetzt möglichst nur ans Ende kommen, auch wenn da dieser Teil dann jetzt möglicherweise sehr kurz sein wird. Aber wir haben aktuell noch sehr gute Ausrüstung und das könnte sich bis zum Ende noch mal ordentlich drehen, wenn wir da jetzt noch mal schlechte Events haben, weil wirklich die Rüstung auffüllen, da habe ich keine wirklichen Optionen mehr für. Ihr stoßt auf eine große Abteilung der Wehrmacht, die bei einem Tempel rastet. Sie haben euch nicht bemerkt. Zurückziehen. Ja, wir gehen jetzt einfach da weiter drauf zu. Nur noch die Spitzen einiger Grabsteine ragen aus dem Sand. Schon bald werden die ewigen Gezeiten der Wüste diesen Ort zurückerobert haben. Okay, wenn das jetzt nur 5 Minuten ist, dann... Ihr jagt mit eurem Jeep über die endlose Wüstenpiste, als urplötzlich eine riesige Fontäne aus Dampf und heißem Wasser von eurem Auto hochschießt und gegen eure Windschutzscheibe klatscht. Euer Kühler ist übergekocht. Ihr tretet auf die Bremse, um den Schaden zu untersuchen. Glücklicherweise hat der Motor alles wohlbehalten überstanden. Ihr legt dennoch eine notgedrungene Pause ein, sucht den Kühlerdeckel am Wüstensand und lasst den Motor auskühlen. Mit frischem Wasser im Kühler setzt ihr eure Reise schließlich fort. Und dann sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Und da könnten wir aber gerade nochmal dem seine 5 Hitpoints auffüllen. Anwenden auf Pereira. Am Fuße des mächtigen Berges entdeckt ihr endlich die Fahrzeuge der Nazi-Expedition, die verlassen um einen alten Mineneingang herumstehen. Ihr habt euer Ziel erreicht. Ihr parkt euer Fahrzeug hinter einem Felsen und schleicht euch mit gezückten Waffen vorsichtig näher, doch ihr begegnet keiner Menschenseele. Nach einer längeren Wanderung durch das titanische Bergwerk hört ihr Stimmen. Ihr schleicht näher und verbergt euch hinter einigen Kisten. Die Halle wimmelt nur so von Soldaten. Da klingt ein lauter Ruf. Eine Abteilung Soldaten läuft in einen Nebenraum. Ihr verrenkt euch die Hälse, doch ihr könnt nicht erkennen, was sie dort machen. Oh oh. Da reißen euch einige Gewehrläufe, die ihr in euren Rücken spürt, aus euren Gedanken. Ihr wurdet entdeckt. Die Patrouille eskortiert euch in den Steinraum. Dort stehen die Soldaten zusammen mit einem höheren Offizier um eine unförmige, titanische Gerätschaft herum. Als euch der Offizier erblickt, hellen sich seine Gesichtszüge auf. Ich liebe Gäste, bitte treten Sie doch näher, Oberst von Orzen. Sehen Sie, das ist das Problem mit diesen alten Mythen. Letztendlich weiß man nie, was einen erwartet. Der Zorn des Herrn, vermutlich ein Artefakt von ungewöhnlicher Macht, tödlicher Macht, wenn Sie mich verstehen. Der Offizier deutet lässig auf den Quader. Sie werden verstehen, dass ich nur ungern das Leben meiner Männer aufs Spiel setze. Vielleicht würden Sie helfen? Der Offizier nickt euch aufmunternd zu. Ihr dreht euch um und blickt in die Gewehrläufe, die auf euch gerichtet sind. Es bleibt euch keine andere Wahl. Ihr seht euch das fremdartige Gerät näher an. Es ist übersät mit seltsamen Vorrichtungen. Direkt vor euch
erblickt ihr einen fremdartigen Gegenstand. Ist dies der sagenhafte Zorn des Herrn? Was wird geschehen, wenn ihr ihn an euch nehmt? Oma zuckt mit den Schultern und ergreift das Artefakt. Dann geht alles sehr schnell. Aha, darf ich den bitte jetzt so behalten? Zwischen den erschreckten Schreien der überrumpelten Soldaten hört ihr die Schmerzensschreie Omars. Der Zorn des Herrn glüht rot in seinen Händen. Mit einer raschen Bewegung schleudert Omar die Waffe hinter sich. Ihr springt in Deckung, um dem Gegenangriff der Deutschen zuvorzukommen. Wir sehen nur die zwei. Das ist schon groß. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, die Leute erstmal hier hinzustellen, weil ich dann weiß, dass das hier verhältnismäßig sicher sein sollte. Okay, dann schießen wir erstmal. Den können wir nicht. Ist schon okay. Der hält noch 36 aus. Ein Gewehrschuss wäre vielleicht gut, dann hätten wir auf jeden Fall tot. Dann haben wir den Hund. Da ist noch einer. Da oben. Da stehen wir aber ganz gut jetzt. Gut, der blutet dann gleich weg. Mhm. Wir machen das stattdessen so, dann kann der sich nämlich nicht bewegen. Es sei denn, der Hund bewegt sich jetzt und löst das aus, das wäre nicht so cool. Okay, der hat sich nicht bewegt, nichts gemacht. Ich glaube, von da habe ich jetzt keinen gemerkt, dass da einer gewesen wäre. Und können wir leider nicht erreichen.
Die sind auch ein bisschen fies. Der könnte natürlich jetzt nach unten laufen. Ich will nicht, dass der von der Seite aus angegriffen wird. Stellen wir den nach da. Das ist sicherlich nicht optimal, aber... ja. Oh, 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 das ist nicht gut. Ah, ein Hund nur. Okay. Na, es wird aber jetzt schon ein bisschen haarig hier. Der hat die Granaten. Kriegen wir aber da nicht hingeworfen. Nach links kommen wir auch nicht weg. Das hier ist eine Mauer, da kann man nicht durch. Also würde es vielleicht Sinn machen, wenn ich mich nach oben zurückziehe und den da jetzt auf dem Weg umpuste. Das ist mal der Sniper. Hm. Der hat 41. Ja. So. Wahrscheinlich ist... ja, der Schaden höher. Der hat aber auch 41. Der Hund. 35, 35. Den haben wir 100. Den kriegen wir damit nicht tot. Vielleicht. Ne, okay. So. Niemand stellt sich Prinz Omar in den Weg. So. Okay, da hinten hängt auch noch einer im Gang. Dann laden wir den nach. Das ist Mr. Sniper. Der könnte... dann laden wir jetzt nach. Den da unten kann man nicht erreichen. Dann dürfte der mich ja auch nicht erreichen können. Da rechts sehe ich aber auch nichts. Hm. Ja. Der hier oben stört mich jetzt am meisten.
Das war möglicherweise gerade gar nicht so clever. Der steht da ziemlich scheiße. Okay, passt. Aha, ich glaube, ich habe noch einen entdeckt. Ah, shit, da ist auch noch eine Deckung hinter. Puh, okay, der könnte den auch da treffen. Der könnte den aber davon abhalten, dass der überhaupt was macht gleich. Ja, der kann den aber nicht treffen. So. So, meine Leute stehen natürlich jetzt hier sehr doof offen. Allerdings steht der genauso doof offen. Sturmjäger. Wie viele Gegner haben wir noch? Zwei. Daraus nicht erreichen. Ach shit, das. Naja, das passt trotzdem, okay. Und die anderen von geradeaus durch. Wobei der dann auch abblocken kann. Davor hat er irgendwas als Schutz. Ah, es hat geklappt. Okay. Ja. Fällt also noch der da. Den werden wir jetzt jagen. Muss der vielleicht auch noch nachladen? Na, machen wir einfach mal. Du. Die sind halt alle ein bisschen langsamer. Da ist noch einer. Ja. 32. Der kann da nichts machen mit seinem, mit seiner Waffe.
Und der macht auch zu wenig Schaden. Ja. Aber was wir machen könnten, wäre den zu stoppen. Das ist schon eine ziemlich starke Fähigkeit. Ja, ich glaube sogar, ich bin hier ohne Verletzung rausgekommen. Jo. Zurück zur Karte. Als der letzte Soldat zu Boden geht, seht ihr euch ungläubig an. Ihr habt es tatsächlich geschafft, doch euch bleibt nicht mehr viel Zeit. Schon kündigt ein lautes Knarren euer neues Unheil an. Die riesenhafte Höllenmaschine hat das Gefecht nicht unbeschadet überstanden. Leichte Rüstung, das ist ja schön. Und eine ordentliche Waffe. Sniper Rifle. Mit ordentlich Aua. Ja, die beiden Sachen sind auf jeden Fall nett. In wenigen Augenblicken wird hier alles in sich zusammenstürzen. Ja, in typischer Indiana Jones Manier. Ihr lauft so schnell ihr könnt, um eurem Verderben zu entkommen. Ein teuflischer Plan erreicht den Berg Arararabab, bevor es zu spät ist. Ja, erst als ihr euren Jeep erreicht habt, findet ihr etwas Zeit, um zu verschnaufen. The artifact should be buried forever under tons of rock. Your only consolation is that the Nazis will never get their hands on it. Statistik. Geschäftssüchtig 2. Gegner, viele Hunde. Ja, 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 Erfahrungsgewinn. Zurück zum Menü. Wir haben einen verloren. Jetzt gucken wir nochmal. Start ein neues Abenteuer. Und jetzt gucken wir hier nochmal rein in die Trophäen. Wir haben natürlich jetzt das nächste. Ne? Wieso kann ich denn das nächste nicht jetzt machen? Ist das nicht da davon abhängig? Die Nacht des schwarzen Pharaos. Ach, das ist das doch. Ja, okay. Klar, ja, klar, das erste kann man ja sowieso machen. Ja, ein teuflischer Plan. Abgeschlossen. Ja. Rettet Morton, erreicht den Berg Ararat, bevor es spät ist. Ja. Wir haben immer noch keinen von denen freigeschaltet. Besiege 25 Gegner mit einem Hüftschuss. Schließt ein Abenteuer nur mit Frauen ab. Mhm. Rosie. Ah, da haben wir noch Geld. Lohnung hier nicht möglich. Na gut. Gut, ja, dann werden wir beim nächsten Mal die nächste Mission uns anschauen. Die Nacht des schwarzen Pharaos. Naja gut, dann ist es hier erstmal wieder Zeit für einen Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne.